der Zieleinfahrt in Dachla haben wir unser Pflichtprogramm absolviert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut schaffe. Wir sind sogar 2 Tage früher als ursprünglich geplant in Dachla angekommen. Aber meine Träume und Ideen gehen längst schon viel weiter. Bis zu unserem Rückflug nach Europa dauert es noch eine Woche. Eigentlich haben wir beide keine Lust, in Dachla am Strand oder in der Stadt abzuhängen. Natürlich habe ich längst einen fertigen Plan für ein extra Abenteuer in der Schublade. In 3,5 Tagen könnten wir nach 390 Kilometern die mauretanische Grenze erreichen. Thomas hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, mir seine neue Idee schmackhaft zu machen. Ich lasse mich auf seinen Vorschlag ein. Dachla liegt an der Südspitze einer 2 bis 3 Kilometer breiten und 30 Kilometer langen Landzunge am Atlantik. Von der Stadt fahren wir zunächst an der Meerseite der Lagune nordwärts. Wir haben heute nur 40 Kilometer zu fahren. 40 Kilometer klingen harmlos. Aber mit starkem Gegenwind wird das schon zu einer sportlichen Herausforderung. Umso mehr bewundern wir in diesen Momenten den eisernen Willen des polnischen Radfahrers Lukas, den wir unterwegs getroffen haben. Er fährt die gesamte Strecke von Dakar in Senegal nach Marrakesch in Marokko gegen den unbarmherzigen Wind nordwärts. Im Norden der Lagune ist uns bereits bei der Anfahrt nach Dachla ein Übernachtungsplatz aufgefallen, an dem viele Wohnmobile stehen. Dort treffen wir auch unsere Westafrika-Radler Martin und Dominik aus Frankreich wieder. Wo geht's da rein? Wo ist denn ein Hangar? Sie haben mit einem Mitarbeiter eines eigentlich geschlossenen Strandrestaurants bereits alles Wichtige geklärt. Einen windgeschützten Stellplatz für 2 Zelte, Toilettenbenutzung und Taschinen zum Abendessen. Und wie war deine Nacht heute im Zelt? Erst einmal im Zelt geschlafen? Graue Nacht. Geht's da rein? Wo ist der Einhander? Wahrscheinlich, weil ich den warmen Schlafsack genommen habe. Der Schlafsack, den ich hatte, der war da gar nichts. Also, Frühstück gibt es keines an unserem Übernachtungsort. Wir brechen deshalb zeitig auf. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Zum Abschluss unserer Marokko-Westsahara-Tour fahren wir noch an die mauretanische Grenze. Und heute sind es jetzt noch 13 Kilometer weiterhin mit starkem Gegenseitenwind. Und dann kommt 350 Kilometer. Hoffentlich pures Vergnügen an 3 Tagen mit Rückenwind an die Grenze. Martin und Dominik sind auf ihrem Weg in den Senegal auf den gleichen Straßen wie wir unterwegs. Auch ohne Absprachen treffen wir uns immer wieder. Zum Beispiel kurz nach dem Start beim Frühstück an einer Tankstelle. Und dann erreichen wir die N1. Ab hier geht es nur noch nach Süden. Wie geht's heute? Einigermaßen. Das ist aber nicht viel. Ach. Sind doch nur noch 88. 88 ist 100. Okay. Es gibt nicht viel an der Strecke. Und wenn dann am Horizont eine Raststelle auftaucht, ist das ein guter Grund, eine Pause zu machen.
Heike! Und was gibt's jetzt zum Essen? Tagine mit Chicken und Tagine mit Reis. Nach 103 Kilometern erreichen wir und kurz danach auch Martin und Dominik die Raststätte Chica. Erst einmal bringt uns ein Tankstellenmitarbeiter bei, wie man unsere Berbertücher fachmännisch bindet. Dann bekommen wir eine windgeschützte Stelle für unsere Zelte zugewiesen. Und zum Abschluss des Abends kommt extra für unsere Männer noch ein rollender Streichelzug vorbei. Am Abend hat es heftig gewindet. Auf der Betonplatte mit Sandauflage wollten die Heringe unseres kleinen, leichten Einbogenzeltes nicht zurecht halten. Wir waren froh, als gegen Mitternacht der Sturm nachließ und unser Zelt immer noch stand. Guten Morgen! Was steht an heute? 160 Kilometer. Hey! Die heutige Tagesetappe führt durch die einsamste und leerste Wüstenlandschaft unserer gesamten Reise. Fast schon wie eine Fata Morgana mutet es an, als nach über 70 Kilometern Fahrt durch das Nichts ein Café am Straßenrand auftaucht. Davor stehen zwei bepackte Fahrräder. Wer außer uns mag wohl noch in dieser gottverlassenen Gegend unterwegs sein? Bis 40 Stundenkilometer und kräftig durch die Sahara. Zwischendurch machen wir uns zu Fuß auf zur Küste, die nur wenige hundert Meter von der Straße entfernt ist. Nicht viel zu sehen hier. Immer noch 68 Kilometer zu unserem Tagesziel Bir Gandus.
Im Verlauf des Tages spüre ich, wie meine Kräfte immer mehr nachlassen. Ich muss immer wieder anhalten und kann mich kaum noch auf dem Fahrrad halten. Bei einem misslungenen Versuch, vom Fahrrad abzusteigen, fällt Elke um und liegt am Straßenrand. Es ist beunruhigend, wie Elke schräg auf ihrem Fahrrad hängt und damit die wenige Kraft, die sie noch hat, nicht optimal umsetzen kann. Für die Schönheit der Wüste und die Kamele habe ich keinen Blick mehr. Dann liegt Elke schon wieder neben ihrem Fahrrad am Straßenrand. Über die Gedanken, die mir in diesem Augenblick durch den Kopf gehen, möchte ich hier nicht sprechen. Immer noch 31 Kilometer bis zu unserem Tagesziel. Ein paar Kilometer später bin ich schon wieder vom Fahrrad gefallen. Ein großer Sattelzug auf dem Weg nach Mauretanien hält an. Die beiden Marokkaner bieten uns an, die Fahrräder einzuladen und uns zum nächsten Hotel zu bringen. Wir sind noch 10 Kilometer von Bergantos entfernt. Der Seitenwind bläst gerade besonders heftig. Ich bin am Ende meiner Kräfte und nehme das Angebot dankend an. Ich überlege kurz und entscheide dann, die letzten 10 Kilometer aus eigener Kraft zu fahren. Ich werde von den Trackern in Bergantos abgesetzt. Wenig später ist Thomas auch schon da. Und, ganz klar, Martin und Dominik treffen wir auch im Hotel. Am Morgen geht es mir wieder gut. Aber wir starten mit etwas mulmigen Gefühlen wegen meiner gestrigen Schwächephasen. Heute stehen nur noch 86 Kilometer bis zum Grenzort Gergerath auf dem Programm. Wir haben bereits Tickets gekauft für den Bus, der um 16 Uhr nach Dakhla zurückfährt. Es läuft gut. Der Wind kommt meistens schräg von hinten. Aber nach den ersten 30 Kilometern fällt mir auf, dass Elke wieder schief auf dem Fahrrad sitzt. Ich brauche wieder öfter eine Pause.
aber die Zeit sitzt uns im Nacken. Hoffentlich schaffen wir es, bis zur Abfahrt unseres Busses in Gergerath zu sein. Mit Zeitdruck kann Elke überhaupt nicht umgehen. Trotz der vielen Pausen erreichen wir 2 Stunden vor der Abfahrt unseres Busses den Grenzort Gergerath. Auf das Abschiedsfoto mit Martin und Dominik, die kurz nach uns eintreffen, will ein Beduine unbedingt auch mit drauf. Zeit, Abschied zu nehmen von unseren französischen Radlerfreunden, die uns 1200 Kilometer weiter nördlich im Sandsturm erstmals begegnet sind. Sie werden morgen nach Mauretanien einreisen. Und wir fahren mit dem Bus zurück nach Dakhlari. Ein paar Wochen später Entwarnung von ärztlicher Seite. Meine Schwächeanfälle an den letzten beiden Tagen haben nichts mit einer Krankheit zu tun, die ich vor etlichen Jahren hatte.